Ostsee lauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ostsee lauschen. Heute aus Heiligenhafen bei Frank. Hallo Frank. Hallo zusammen. Du hast uns eingeladen auf dein Hotelschiff, die Mary Lou. Wir sind direkt in Heiligenhafen. Vor uns liegt der Graswader. Wir haben Blick auf die Fehmarnsundbrücke. Also ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen. Und das Ganze hier ist ein besonderes Schiff, ein Hotelschiff. Ja, genau. Den Standort haben wir natürlich bewusst gewählt und sind auch froh, dass wir den bekommen haben, weil wir punkten halt mit der einfach genialen Ausblick. Absolut. Und du, Frank, du bist ja ein richtiges Küstenkind, geboren in Hamburg, aufgewachsen in Heiligenhafen. Ja, fast. Ich bin hier groß geworden und irgendwann hier zugezogen. Zugezogen, aber verwurzelt. Ja. Was ist denn das Schöne in Heiligenhafen? Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde, Heiligenhafen entschleunigt einfach so. Eine Großstadt ist so stressig geworden und hier oben kommen die Leute runter und damit wollen wir sie einfach bezaubern. Und wie kamst du dann auf die Idee, die Mary Lou zu kaufen? Ja, letztendlich ist uns das so ein bisschen zugespielt worden. Die Mary Lou, die lag ja, die hat ja eine längere Geschichte, ne? Die gibt es ja schon eine Weile und sie kommt ursprünglich aus Berlin. Ja, sie ist in Holland gebaut worden, dann eine Zeit lang in Hamburg gefahren als Frachter. Da ist sie dann auch 2002 anfangs umgebaut worden. Und ich bin am Anfang 2005 fertiggestellt als Hotelschiff. Dann ist sie in Berlin als Flussreisenschiff gefahren. Im Winter lag sie in Lübeck am Flughafen. Und jetzt haben wir sie erworben letztes Jahr und haben sie eben nach Heiligenhafen gebracht, an die Ostmole. Also das gute Stück hat auch schon ein paar Kilometerchen hinter sich? Natürlich, 70 Jahre alt, hat einiges gesehen von der Welt. Und jetzt hat sie erstmal Pause. Sie liegt jetzt in Heiligenhafen und heißt Gäste willkommen. Oder eigentlich heißt ihr die Gäste willkommen. Das stimmt wohl. Wir haben hier einen Dauerliegeplatz, bleiben hier fest liegen, sodass jeder weiß, wo wir sind. Und die Mary Lou ist ja viel mehr als nur ein Schiff, ne? Also ihr habt ja hier auch ein Bistro, man kann hier kommen, Kaffee trinken, die Aussicht genießen. Natürlich. Wir bieten für jedermann Getränke und Speisen an. Aber vorrangig sind natürlich immer unsere Hotelgäste. Die haben das Privileg, hier abends zur Ruhe zu kommen, morgens in Ruhe aufstehen zu können, das Frühstück zu genießen. Und man hat hier echt Ruhe, Entschleunigung, Abschalten. Das ist ja unser Ziel. Dass die Leute mit dem Lächeln morgens oder mittags nach Hause fahren und sagen, das war mal was anderes. Ein Hotelzimmer kennt jeder. Aber ein Zimmer auf dem Wasser, das ist halt auch beweglich ist. Ja. Wer das mal genauer sich anschauen möchte, Simone war ja auf der Mary Lou zu Gast und hat hier genächtigt. Das Video verlinke ich euch in den Shownotes. Und Simone war begeistert, oder? Ich denke, dass sie begeistert war. Wir haben natürlich auch Glück mit dem Wetter gehabt. Das hat alles gepasst. Wenn die Sonne da ist, ist der Tag perfekt. Ihr habt ja hier 8 Kabinen, wenn ich richtig gezählt habe. Korrekt, alle identisch. Genau, mit eigenem Bad und einem kleinen Bullauge aus dem Fenster, womit man tatsächlich Auge in Auge mit einem Schwan plötzlich stehen kann. Ja, war für uns ganz wichtig, dass die Badezimmer auch belüftet werden können. Feuchtigkeit oder Gerüche. So, und hat eine gewisse Atmosphäre. Ja, das auf jeden Fall. Und ihr habt natürlich hier einen super Platz am Hafen. Heiligenhafen, hast du gesagt, ist natürlich für dich irgendwie ein besonderer Ort. Bist hier angekommen? Ja, natürlich. Ja, aber das spricht ja für selbst, wenn du aus dem Fenster schaust hier. Die Menschen sind gut drauf. Wir sind auch herzlich willkommen worden. Niemand hat uns Steine in den Weg gelegt. Die HVB hat uns den Weg geebnet, dass wir hier den Liegeplatz bekommen. Und ich denke, das ist jetzt ein Geben und Nehmen. Wo schaltest du ab, wenn du mal deine Ruhe haben willst? Wenn ich mit meiner Frau hier einen Kaffee trinke und schaue aus dem Fenster, dann schalten wir ab. Aber mit Ruhe ist es so eine Sache. Letztendlich ist das ein Fulltime-Job. Du stehst morgens um 6 auf, bewirtest die Menschen hier zum Frühstück. Abends um 11, 12 machst du dich lang. Im Sommer wahrscheinlich noch ein bisschen später. So. Da hat man nicht viel vom Tag. Irgendwas ist immer für uns. Stimmt, das ist Action. Ja, live.
Und wenn ich jetzt aus Heiligenhafen wieder zurückfahre, was bringe ich als Souvenir mit? Souvenir weiß ich jetzt nicht direkt, aber zumindest eine gute Erinnerung. Ein einmaliges Erlebnis, würde ich sagen, Ja. auf dem Hotelschiff genächtigt zu haben. Das ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung, ja, definitiv. Weil das ist was anderes wie ein normales Hotel. Man hört natürlich jedes Geräusch, wie wir im Hintergrund wahrnehmen, wenn die Gäste an Bord sind und umherlaufen, Holz arbeitet. Aber wie gesagt, die Ruhe hier, die Entschleunigung, der Ausblick. Ich denke, das alles gebündelt ist einzigartig. Das stimmt, ja. Und wie ist das eigentlich? Wird man in den Schlaf geschaukelt oder liegt das ruhig, das Schiff? Das ist natürlich auch immer wetterabhängig. Denn wenn man natürlich krassen Wind haben, dann schaukelt das schon. Ja. Aber ansonsten liegt das sehr ruhig. Also ist noch niemand schwindelig aufgewacht. Nee, denn wahrscheinlich nicht vom Wind, eher vom ein Bier zu viel abends. Du sag mal, spielst du gerne? Nicht direkt. Spielst du gerne, ich sehe was, was du nicht siehst? Dann machen wir das. Ja? Super. Also ich habe ein Bild vor Augen von einem Ding aus Heiligenhafen. Kann ein Gebäude sein, kann was zu essen sein, kann eine Person sein, was auch immer. Ich habe jemanden oder etwas aus Heiligenhafen Typisches vor Augen und das beschreibe ich jetzt kurz. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist aus Stahl. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist von Wasser umgeben. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist sehr zackig. Ich denke, das ist die Seebrücke, auf die du anspielst. Aber das ging aber flott. Du bist ja richtiger Ja, Spieleprofi. so viele Dinge auf zackig sind auf dem Wasser haben wir Ja, nicht. die Seenbrücke in Heiligenhafen ist schon was Besonderes, ne? Sie sieht nicht aus wie ein gerader Steg ins Meer, sondern sie ist ein kleines Erlebnis. Definitiv. Da hat Heiligenhafen sich was einfallen lassen. Lockt natürlich auch immens viele Menschen. Und damit haben sie natürlich auch Erfolg. Was ist denn das Besondere für dich so als Schiffbesitzer? Dass es nie langweilig wird. Jeden Tag ist was Neues, womit du überhaupt nicht rechnest. Egal, ob das Wasser jetzt zu niedrig ist oder am nächsten Tag ist es zu hoch. Mal hast du Wind, mal ist dies. Also es ist wirklich jeden Tag was Neues. Und die Mary Lou hatte ja einen Vorbesitzer. Ja, der gute Sven Eickhoff, dem wir auch auf dem Weg sehr danken, dass er stets für uns da ist, immer noch. Uns auch begleitet hat bis nach Heiligenhafen. Dem möchte ich recht herzlich danken dafür, dass wir das Schiff so im guten Zustand von ihm übernommen haben. Ja, dann auch im Namen vom Ostzulauschen-Team vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn du noch was an deine Gäste richten möchtest und an unsere Zuhörerschaft, dann gehört dir jetzt das Mikrofon. Ja, ich möchte natürlich hoffen, dass jeder, der hierher kommt, sich wohlfühlt, das Ansprechen findet und mit einem Lächeln wieder geht. Und hast du vielleicht noch so einen kleinen Geheimtipp zum Schluss? Was soll man sich in Heiligenhafen unbedingt anschauen? Ja, Heiligenhafen hat natürlich einen schönen Markt, der Geschichte hat, unter anderem den Graswader, auf der anderen Seite das Naturschutzgebiet. Der Hafen ist auch urig, also es gibt immense Sachen, die man machen kann hier. Einfach loslaufen und schauen. So sieht's aus. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank. Gerne. Das war eine neue Folge Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter www.ostseelauschen.de.